Ausdauer plus Experimentierfreudigkeit. Das ist für mich die Wunderformel zum Erfolg. In vielen Büchern können Sie lesen, wie wichtig Ausdauer ist. Und das stimmt ja auch. Wenn Sie ausdauernd immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand hauen, kommt trotzdem nichts Vernünftiges dabei heraus. Sie müssen gleichzeitig zur Ausdauer experimentieren, immer wieder Neues versuchen. Wenn Sie zum Beispiel im Training, im Sport nicht mehr weiterkommen, dann hat es keinen Sinn, immer mehr von der gleichen Sache zu machen, sondern Sie müssen neue Varianten, neue Übungen probieren. Und so ist es überall im Leben. Das ist auch, wenn Sie eine Firma gründen. Dann kommt es nicht so sehr darauf an, was Sie wissen, wenn Sie die Firma gründen. Viel wichtiger ist, wie offen sind Sie, dazu zu lernen, neue Erfahrungen zu machen. In der Psychologie unterscheiden wir zwischen fünf wichtigen Persönlichkeitsmerkmalen. Eines dieser Persönlichkeitsmerkmale heißt Offenheit für neue Erfahrungen. Und jetzt das Interessante. Psychologische Tests haben ergeben, dass erfolgreiche Menschen, zum Beispiel erfolgreiche Unternehmer, gerade diese Eigenschaft haben. Sie sind experimentierfreudig. Sie probieren immer wieder neue Sachen aus. Dabei sollte es jedoch auch ausdauernd sein. Ich habe ein ganzes Kapitel zu diesem Thema geschrieben in diesem Buch. Setze dir größere Ziele. Ausdauer und Experimentierfreudigkeit und habe ein Beispiel von vielen erfolgreichen Menschen, zum Beispiel der Gründer von McDonald's oder von Michael Bloomberg oder von Jack Ma, dem Alibaba-Gründer, habe ich nachgewiesen, warum Ausdauer plus Experimentierfreudigkeit die Erfolgsformel ist. Ich wünsche Ihnen auch damit viel Erfolg.